Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Ich habe schon mal gefrühstückt, denn heute gibt es wieder viel zu tun, nachdem wir ja beim letzten Mal herausgefunden haben, dass man mit diesen gebündelten Baumstämmen definitiv schneller vorankommen mit unserer Baumstammwand. Würde ich sagen, machen wir da heute auch direkt weiter an der Stelle und packen wir da gleich mal unsere drei Stapel aus. Und bauen da ein wenig weiter, damit da auch kontinuierlich was vorangeht. So, bauen Wände, Wand aus Baumstämmen. Kommt da gleich mal eine hin. Ein Element. Und das nächste gleich nebenan. Müssen wir sowieso mal ausmessen, wie viel Abstand das wir hier haben. Weil ich würde das ganz gern so machen, dass wir die Mauer ja letztendlich immer im gleichen Abstand haben zum Gebäude. Dann haben wir zwar hier ja eine riesige Fläche, aber da können wir immer noch was damit anfangen. Ich denke, Platz kann man nie genug haben. So, und jetzt gehen uns auch schon direkt die Baumstämme aus. So schnell geht's. So schnell geht's, aber gut. Das ist kein Problem. Weil wir haben ja einen Wald in der Nähe. Und von daher machen wir uns das einfach kurzerhand zunutze. So, ich glaube, die Axt habe ich da reingepackt, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, da bin ich schon mal definitiv falsch. Da habe ich sie reingepackt. Anbringen auf dem Rücken. Voilà. Passt. Wird zwar wieder schwer überladen, wie immer, aber gut, man gewöhnt sich dran. Ab ins Auto und nix wie hin zum Wald. Beziehungsweise, kurzer Zwischenstopp dort oben. Weil wir brauchen noch unsere Lakenseile. Gut, 6 Stück habe ich dabei. Aber oben sollten auch noch ein paar liegen. Und lieber nehmen wir zu viel mit, als zu wenig. Du kannst nicht aus dem fahrenden Auto aussteigen. Nicht wie in den Hollywood-Filmen, oder wie? Schade. So, da haben wir eh noch ein paar Baumstämme. Können wir die gleich mal entsprechend bündeln. Würde natürlich Sinn machen, wenn wir die 4 auf einmal bündeln. Nehmen wir die mal kurz an mit. Geht ja zum Glück relativ schnell. So, ich würde gerne 4 Baumstämme stapeln. Weil da haben wir natürlich dann den maximalen Nutzen. Ist auch klar. Na? Jetzt sehe ich meinen wundervollen Kofferraum. Ah, da haben wir ja noch unser schickes Bett. Unser halbes schickes Bett. Aber nun gut. Da haben wir noch einen Baumstamm. Her damit. Bündeln wir die 4 auch noch gleich. Und mitnehmen. Und rauf damit auf die Ladefläche. Perfekt. Gut, ja. Mehr Bäume brauchen wir. Viel mehr Bäume. Da schlagen wir hier eine richtige Schneise rein. Oh, die Axt hört sich aber nicht mehr gut an, oder? Der erste Schlag hat sich irgendwie seltsam angehört. Können wir mal kurz anschauen, während der da gerade schön am Fällen ist. Ah ne, täuscht. Der Axt geht's noch bestens. Sehr gut, das sind sowieso überall 4 Baumstämme. Das heißt, da müssen wir da nicht großartig irgendwie rumfuhrwerken. Das reicht schon vollkommen. So, wir nehmen... Ne, wir nehmen keinen Baumstamm. Wir stapeln 4 Baumstämme. Dann stapeln wir da gleich nochmal 4 Stück. Und weil es so schön ist,
Machen wir das Ganze gleich nochmal. Okay, wir machen es nicht, weil wir keine Lakenseile mehr haben. Okay, dann brauchen wir da noch mehr. Noch viel mehr Lakenseile. Aber gut. Das ist ja das geringste Problem, weil wir haben ja hier noch ein paar Zombies. Und das heißt, da stellen wir uns kurz an welche her. Jetzt geht's. 6 Stück, wunderbar. Wäre doch gelacht. Zwar sind wir schon wieder echt K.O. mit der ganzen Schufterei. Aber die rentiert sich. Die rentiert sich auf alle Fälle. Okay, da hat es nicht mehr Platz. Im Rucksack geht allerdings der Stapel noch rein. Gut, das sollten, glaube ich, erstmal genügend sein für die erste Fuhre. Schauen wir mal, dass wir die von A nach B schaffen. Wollen wir doch gleich mal sehen. So, Baumstämme entstapeln. Zack, zack, zack. Wunderbar. Habe ich den letzten hier nicht eingepackt? Anscheinend nicht. Okay, nun gut. Ist ja auch wurscht. Das mit dem Sound hat sich jetzt aber auch komisch angehört. Wie das Lied da auf einmal zack, abrupt vorbei war. Aber nun gut, wir sind ja hier nicht da, um irgendwie Musik zu lauschen. Wir müssen ja was hier ja, voranbringen bei unserer Base. So, wie groß war denn jetzt hier eigentlich der Abstand? Das müssen wir eigentlich gleich mal ausmessen. Okay, dann muss ich mir noch kurz einen schnappen, damit wir das gescheit ausmessen können. Oder 3, weil es wurscht ist. So, bauen Wände. Ja, der 4. hat nicht mehr Platz, oder wie? Schlamperei. Ah, nee. Mag er nicht mehr. Okay. Vielleicht mag er es jetzt. Nee, mag er auch nicht. Er mag nicht so, wie ich will. Okay, dann machen wir es noch so. Bringe ich jetzt den 4. Baumstamm nicht mehr unter. Machen wir es halt so. Zwischenparken. Dann hilft es nicht. Können wir ja dann gleich wieder stapeln. So, einer reicht vollkommen. Gut. Damit wir das mal ausmessen. Also, von unserer Base aus gesehen. 1, 2, 3, 4. Haben wir also einen Gang, der 4 breit ist. Und das heißt, wenn ich von hier aus gesehen das Ganze mache, müsste man auch 4 rausgehen. 1, 2, 3, 4. So müsste es eigentlich sein. Gut, jetzt habe ich halt natürlich keine Baumstämme dabei, aber wir können es uns merken, direkt hinter dem kleinen Busch da. Wenn wir da die Mauer setzen, dann haben wir da einen gleichen Abstand. Ja, machen wir das doch gleich mal. Setzen wir da eine Orientierungsmauer, wenn man so will. Halt. Wäre ich schon wieder in alte Muster verfallen? Stapeln wollen wir das Ganze. Immer schön stapeln. Und auch das Maximale von A nach B schaffen. Ja, und entstapeln sollten wir es. Vielleicht auch. Ich finde es interessant, dass er nur einen hinschmeißt und die 3 im Inventar behält. Aber gut, egal.
Ja. Mit dem Klicken habe ich es heute nicht. So. So hätten wir gern die Mauer. Haben wir da auch schon mal eine Orientierung? Ich weiß allerdings noch nicht genau, wie wir es mit dem Parkplatz machen. Oh shit. Oh shit. Na, das ist natürlich jetzt gänzlich ungünstig, wenn ich erschöpft bin und da eine Horde kommt. Das passt mir jetzt überhaupt nicht. So, rein in den Wagen, komm. Sieh zu. Das Problem ist, ich kann mich hier nicht mal irgendwo ausruhen, oder? Höchstens... Wir fahren mal unten ins Wohngebiet. Wir fahren mal unten ins Wohngebiet. Da war es relativ zombiefrei. Mal eben kurz den Briefkasten fast mitgenommen. Da können wir mal kurz durchschnaufen, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, dass uns da gleich ein Zombie erwischt. So, ausruhen. Braucht seine Zeit. Aber wenn er wieder fit ist, und das ist er jetzt. Nee, oder? Muss das sein? Ihr hört es. Wir haben mal wieder den Helikopter über uns. Oder zumindest in der Nähe. Ja, wundervoll. Ja, wundervoll. Nun gut, noch kurz an Stärken. Bevor uns ans Eingemachte geht, weil das bleibt nicht so ruhig, wie es aktuell gerade ist. Das bleibt definitiv nicht so ruhig. Das ist unsere letzte Henkersmahlzeit. Ne, ich hoffe natürlich nicht, aber... möglich wär's. Jeder Tag hier im Project Zomboid könnte der letzte sein. Von daher zuvor noch gut gegessen. Wenn wir schon ins Gras beißen, will ich wenigstens nicht hungrig sterben müssen. Und der ist direkt über uns. Der ist direkt über uns. Gut, wir könnten es natürlich jetzt auch aussitzen. Aber lieber soll er mich hier sehen, der Heli und alles herlocken an Zombies, was da im Umkreis rumrennt, als, ja, zu Hause. Das ist mir fast sogar lieber, dass er hier über uns kreist. So, wo haben wir denn? Ah ne, ich habe ja das ganze Zeug da reingeräumt. Gleich mal rüsten. Kommen sie schon? Noch sehe ich keine Zombies. Könnte natürlich auch sein, dass der Zaun da den Großteil abhält. Oder wir haben hier alles im näheren Umkreis dem Erdboden gleich gemacht. Nein, haben wir nicht. Da kommt auch schon der Erste. Ich habe eigentlich schon drauf gewartet. Aber wir sind gut ausgeruht. Wir sind gut ausgeruht, haben ein bisschen was gegessen. Und das merkt man auch gleich. So, noch jemand? Komischerweise nicht. Aber wir können schon wieder was tragen. Anscheinend sind wir mächtig ausgehungert. Also es kommt zwar noch kein Hungersymbol, aber wenn wir gut gesättigt sind, ist es mir fast lieber. Gibt es allerdings nur Karotten. Nicht, dass wir hier noch mehr an Gewicht ansetzen. Ah ja, da ist jemand. Hier spielt die Musik. Da unten kommt noch einer. Naja, genau darauf habe ich gewartet eigentlich. Hast du gut hinbekommen, Heli. Hast du sehr gut hinbekommen.
So, weg mit euch. Ui, sehr gut. Aber die ganzen Zombies, die machen wir kalt. Sehr schön. Wunderbar. So, liegen bleiben. Und diese auch Geschichte. Noch jemand? Du kannst da oben so viele Kreise ziehen, wie du willst, Heli. Das ist mir herzlich wurscht. Ah ja, da kommt noch jemand. Machen wir den auch platt. Wollte sich da still und heimlich die anschleichen. Aber so nicht. Ah ja, noch mehr. Von hinten, gut, droht keine Gefahr. Wunderbar. Perfekt. Die haben auch nichts für uns. Schade. Haben alle nichts dabei. Nicht mal einen Schlüssel. Okay, der nächste Zombie. Sollen sie nur kommen. Haben wir zumindest in der nächsten Zeit im Umkreis Ruhe. Das hat also auch was Gutes. Da noch jemand. Die habe ich gar nicht erwischt anscheinend. Ah, jetzt. Okay. Ich glaube, das war's. Ja, der Heli ist weg. Da kommt noch ein Nachzügler. Und da oben noch einer. Aber auch die sind gleich Geschichte. Na komm, stirb endlich, wollte ich schon sagen. Und da hat er es auch schon überstanden. Aber der Heli will es wissen. Der Heli will es wirklich wissen. Der hat sich gedacht, nee, so leicht gebe ich nicht auf. Dich befördere ich hier noch ins Jenseits. Aber da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ich will nur ehrlich gesagt nicht wissen, wie es hinter dem Zaun ausschaut. Da glaube ich, könnte es anders ausschauen. Viel, viel schlimmer könnte es da ausschauen. So, schauen wir mal, dass wir trotzdem hier lang gewinnen. Ah, ich glaube, da war sowieso, oder? Hoppla, untersuche dieses Gebiet. Nein, will ich nicht. Sind da welche gekommen? Nee, hat getäuscht. Haben wir eh ein Massaker veranstaltet. Da kommt noch jemand. Aber gut. Noch jemand, okay. Einmal vor und einmal zurück und einmal vor und einmal zurück und tot ist sie. Na, das sind doch ein paar Zombies, die da, ui, da unten. Da unten war eine größere Horde. Die da ihr Unwesen treiben. Ich glaube, zu Hause ist es ruhig. Naja, den Umständen entsprechend zumindest. Aber der Heli gibt halt keine Ruhe. Und der Zombie weiß es natürlich gleich, dass ich hier bin. So, Kollege. Brauchst gar nicht ums Auto rumrennen.
Eieiei, das ganze Auto eingesaut mit dem Zombieblut. Na super. Wie gut, dass ich da unten eine Waschanlage habe, aber ich weiß gar nicht, funktioniert die eigentlich, wenn man da einen Generator hinstellt? Könnte man mal ausprobieren. Aber jetzt glaube ich, hat es der Heli wirklich. Ja, jetzt hat er es aufgegeben, weil das Geräusch wird leiser. Ja, ich hätte es ehrlich gesagt nicht mehr für möglich gehalten, dass der noch abhaut, aber er hat es dann doch aufgegeben. Das ist mir auch ehrlich gesagt ganz recht. Na super. So viel zum Thema, wir haben schon Ruhe. Da rennt jemand rum. Schrotflinte. Nein, ihr haut mir hier nicht die Bretter raus. Aus den Fenstern. Da kommen... Naja, die kommen jetzt von überall. Wieso kommen die immer... Oh. Das nimmt gefährliche Züge an. Zumal ich ein bisschen verausgabt bin. Da legen wir mal eher einen Turbo ein. Das ist mir ein bisschen zu viel des Guten, weil diese Pulkbildung, wenn sie sich so zusammenrotten, die habe ich nicht gern. Die habe ich ganz und gar nicht gern. Zumal ich ehrlich gesagt auch gerade nicht auf der Höhe bin. Müde, hohe Anstrengung. Das heißt, die Schläge gehen mal wieder zum Großteil ins Leere. Na gut, einsteigen, abhauen. Keine Sorge, wir fahren nicht mit dem Pickup drüber, sonst ist der auch wieder Schrott. Ab in die Waschstraße. Bleibe ich gleich mal hängen, schön. Gewaschen wird der Wagen, aber einen Kratzer habe ich dann drin. Nee, wird er aber leider auch nicht. Aber gut, liegt natürlich auch daran, weil kein Strom an ist. Jetzt rennt die schon wieder rum, die haben wir vorher schon gesehen. Gut, dass du mich nicht nervst, Madame. Die verfolgt mich da echt auf Schritt und Tritt. Oh shit, ja, wenn ich ihm ja, besser gesagt ihr, den Rücken zuwende, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich gebissen werde. Sind schon wieder 4 Zombies. Eieiei. Ja, wie die Zombie-Hartz hier ausgeht, ob ich überlebe oder ja, ob ich vielleicht doch eher ins Gras beiße, nachdem es jetzt mehr und mehr Zombies werden, das seht ihr in der nächsten Folge von Project Zomboid. Macht's gut, bis dahin. Servus.